Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge It Takes Two mit dem lieben Sven. Hallo. Jo, jetzt müssen wir wohl ein Rennen fahren, aber wir sind beide auf demselben Ding. Wir können... Rumrennen. Halt dein Blatt fest, Cody! Ja, halt du deine Brille fest! Das wird eine wilde Fahrt! Los geht's! Woo! Wuhu! Bitek! Bitek! Hier, dann fahren wir schnell. Da sein und dann nichts machen. Ja, wurde genug. Danke, Santia. Ah, schön, dass du auch da bist. Ja, wann bist du so schnell geworden? Hoho, ich bin eine Geschwindigkeitsmaschine. Welt. Bitte hier. Ist das ein Monster? Was auch immer es ist. Ich bin froh, dass es gefroren ist. Sieh doch, wir können das Ding herumschieben. Der nächste Boss oder was? So wie ein Troll oder sowas. Fertig mit allem und muss noch bis 15:50 dort sein. Er ist dumm, oder? May, sieh dir mal die Haken dort, dass er da so anderthalb Stunden noch länger da sein muss. Ich wollte mal 15:30 gehen. Waren sie gnädig mit dir, sagst du? Kaputt machen. Warte mal, ich schieb mal den Troll hier hin. Aber bringt eh nichts, glaube ich. Wo denn der jetzt hin? Oh, okay, warte, ich glaube, ich weiß wie. Du musst irgendwie auf den Troll rauf. Ja, ich muss da. Du musst mich denn da irgendwie hinschieben. Ja, darüber auf die andere Seite. Dran halten, leider. Ja, tatsächlich schon. Das ist nicht wie so eine normale Schule, ne? Wo man nochmal eine Stunde früher Schluss machen. Die anderen Teilnehmer meinst du, was? Die fragen sich doch. Oder die Lehrer. Du hängst jetzt da dran, ja? Ja, du kannst da, glaube ich, hoch, oder? Da ist irgendwas Blaues.
aber wo muss ich hin? Na, erstmal nur nirgendwo, weil ich muss erstmal vorbereiten. Sehr gut. Fuck. Warte mal, die vom TÜV fragen sich das? Aber ich dachte, von denen sind doch die Pose. Die Kurse nicht vom TÜV. Mir war so. Geht wieder weiter! Unglaublich! Diese Überreste müssen 1000 Jahre alt sein! Es ist schön zu sehen, wie du dich für diese Dinge begeisterst! Ich hoffe nur, dass sie halten! Waren gewaltig gewesen! Dagegen sind hier nur Ameisen! Yeah! Wir sind Ameisen! Obwohl Ameisen waren noch recht klein, war. Die haben wir schon getroffen. Noch kleiner, ja. Stehen. Und verkehrt. Am liebsten gehen lassen, wenn ich fertig bin, wenn ihr bei denen auf Etage und nicht bei den anderen. Ja, das stimmt halt, ne? Was geht ab? Ihr habt soeben die Tür der Möglichkeiten geöffnet. Ach, echt? Ja! Wenn etwas stirbt, kann etwas Neues geboren werden. Warte, warte, einen Moment. Sterben wir jetzt etwa? Nicht ihr, aber euer Beziehungsmist. Du meinst Beziehungszwist mit einem Z? Nein, Beziehungsmist. Mist! Pferdemist oder Kaka! Also, macht aus eurem Haufen Mist erstmal wieder eine Beziehung! Okay, Herr von Durchgeknallt. unsere Beziehung ist schon vor langer Zeit zerbrochen. Vergessen? Wenn etwas zerbricht, kann etwas Neues erschaffen werden. Und dann kann sich die Anziehung frei entfalten, versteht ihr? Oh nein. Oh doch, jetzt brechen wir das Eis, Baby! Viel Spaß! Müssen wir rüber? Hitzman, halt dich fest! Help me! Geht gleich wieder weiter mit der Action. Nicht rödeln! Schnellsmann! Schneller, Pony! Was ist hier erledigt? Wo ist die Erde? Wo lang? Überall. Hast mehrere Wege.
Aufpassen! Aufpassen! Gut. Metall, alles von mal reinmachen. So, wir sind getrennt. Gute Arbeit mit euren Magneten. Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Ja, ich fühle mich ausgespuckt. Nein, eure Anziehung ist etwas größer geworden. Seht doch. Seht ihr? Jetzt nutzt eure wachsende Anziehung, um ganz nach oben auf den Berg zu kommen. Dominos! Zwei Etagen habt ihr dort, ja? Und die anderen Tunnel, die anderen Tunnel dort haben. Dann würde ich einfach mal sagen, arbeite langsam. Dieser Kraft kann man nur schwer widerstehen. Klar doch. Leg dich darüber schmeißen? Weiß ich nicht, kannst du? Ich kann nichts machen. Oh, danke, dass du mich Huckepack mitnimmst. Stell dich mal hier hin. Trägst du mich? Okay. Wirklich spüren, wie du den Magneten anziehst. Unsere Magneten können uns näher zusammenziehen. Hm. Er ist ein bisschen kontraproduktiv, ne? Ich wette, mein Magnet kann auch deinen heranziehen. Ich wollte dich eigentlich zu mir ziehen. Oder musst du das machen? Na, ich muss doch drücken, okay, wenn ich zu dir möchte. Oh, jetzt müssen wir genauso machen wie gerade eben. Du kommst bald wieder zu ihr. Die Anziehungskraft der Magneten wird stärker. Was mit X? Ah, nix. Müssen wir gleichzeitig machen, ne, oder? Jupp. Geht's runter oder wird? 3, 2, 1, los. Easy. Das hörst du das, May? Da zieht ein Sturm auf. Ja. Wir sollten lieber zusammenbleiben. Ja. Halte deinen Magneten bereit. Ja. Okay. Ja, du sollst halt auch wahrscheinlich diese bestimmten Stunden erreichen, ne? Klasse. Wir müssen nur auf diesen Hügel. Deswegen darfst du wahrscheinlich nicht früher gehen. Weil du wirst ja auch trotzdem nach Stunden bezahlt, ne? Ich höre ihn! Renn hoch! Wir müssen hoch, nicht runter! Hilfe! Bisschen schwer! Nicht loslassen, Cody! May! Schnapp dir das Schild! Cody! Halt dich an dir fest! Der Sturm! Willst du vor mir spielen? Jetzt hoch, 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 hoch zum Blauen. Du hältst dich fest. Müssen wir wieder warten, bis der Sturm vorbei ist und das andere Ding. Hochziehen, hoch, hoch, hoch. Drück! Drück! Augen auf! Hier kommt der Windstoß! Du nochmal hier drüben, blau. Warum ist rot? Warum ist man zu rot? Ne, ich glaube, du musst einfach nur auf die Stunden kommen, Sarah. Deswegen darf er dich halt nicht früher gehen lassen.
Die haben sich ja doch mal so ein bisschen komisch. Wenn ich nach oben drücke, werde ich trotzdem nach unten gezogen. Naja, war ja bei mir auch. Ich glaube an dich, May! Kämpf dagegen an! Jetzt zum nächsten roten. Hier kann uns der Weg nichts anhaben. Da hinein! Durch den Tunnel! Hier so lang. Achso. Ach, hier unten drunter, ja, ja. Auf der anderen Seite gibt es etwas Schutz, May. Wer ist? Ich bin der Sache. Ja, scheiße. Du musst hoch, wa? Hier kommt kein Wind lang, das ist gut. Wir sind fast am Turm. Ja. Er war kaputt gegangen, die Sau. Was macht denn der so was? Hier kommen wir nicht hoch, wa? Nee. Der Pfeil steht auch ruhig. Soll ich da drüben ran? Rudi, das wird heftig. Aber kannst du die andere Seite erreichen? Muss ich ranziehen am Blau, glaube ich. Verlier den Halt! Hilfe! Hätte eigentlich mitkommen müssen, ne? Oder? Ja, wohl. Weggeweht! Oh, er ist zu stark! Oh. Die hätten wahrscheinlich ja wieder mit der Mitte machen müssen. Glaube ich. Wir müssen da auch rein, in die Mitte, ja. In die Mitte müssen wir wieder rein. Einer von uns muss auf die andere Seite. Ja. Das hört, du musst auf die andere Seite. Recht. Ja. Genau. Jetzt so wie eben, ne? Gegenseitig anziehen und dann in der Mitte, dass wir uns da treffen. 3, 2, 1, go. Sehr schön. Super funktioniert, nice. Der Fahrstuhl des Lebens. Wir haben es geschafft! Ja! Das war nicht Teamwork! Ja! Ja! Mhm. Ja, das war klasse. Ist windig draußen, oder? Ja. Meine Ohren haben geknackt. Ja. noch höher. Und das war endlich da, wa? Oh, May, sieh nur. Wow. Das ist wunderschön. Ja, wir haben die Süße wiedergefunden. Jetzt weiß ich, wieso das Buch uns hierher geschickt hat. Ja. Ich habe dich hier gefragt, ob du mich heiratest. Ich war so krass nervös. Ich weiß. Deshalb war es was Besonderes. Wirklich? Naja. Dass du vergessen hast, was du sagen wolltest. Das war wahrscheinlich der schlechteste Antrag, den die Menschheit jemals gesehen hat. Nein, Cody.
Was interessieren mich schon die Worte? Vielmehr, wie du das gehandelt hast. Du hast nicht versucht, deine Angst zu überspielen. Du warst mutig. Na? Alles versaut, ja. Hallo. Was für ein wunderschöner Moment, ihr zwei. Ihr macht so große Fortschritte. Du hast es ja versaut, Junge. Was zu tun. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. War jetzt die zweite Seite von dem, also den zweiten Zettel von dem vier? Lass ich nicht gut sein. Da waren wir drin. Ja, jetzt müssen wir jetzt den zweiten Zettel haben jetzt. Und zwei haben wir noch vor uns. Ja. Da haben wir mal drin. Und wo ist das Wasser? Da rechts. Foto. Ja, yeah. Zeig das Foto, los. Guten Abend, Ratte. Na du? Na, wie viel Panzer hast du heute abgeschossen? Briefschnipsel Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch. Ist das nicht großartig? Wir sind begeistert. Gut. Also, wie findet man seine Bestimmung im Leben? Durch, Sekunde, Leidenschaft! Ja, und wieso genau sitzen wir jetzt hier? Cody, weil du dein Feuer verloren hast. Das Feuer, das deinen Weg zu deiner Lebensaufgabe erhält. Feuer, Weg, Aufgabe, Leidenschaft, comprende? Nein. Er meint, glaube ich, dass du ursprünglich gärtnern wolltest. Gut, May, weiter! Naja, wir sind unter anderem hergezogen, weil du immer unbedingt deinen eigenen Garten wolltest. Und dann hast du es einfach gelassen. Ich habe nie verstanden, wieso. Naja, weil erstens hast du mich nicht so wirklich ermutigt oder gar nicht. Und zweitens schätzt du anscheinend nicht die Sachen, die ich mache. Ach, jetzt ist es also meine Schuld. Siehst du, das ist der Grund, wieso es nicht funktioniert. Siehst du, deswegen gebe ich auf. Ich sehe es. Eure Beziehung ist ganz unten angelangt. Cody, es ist Zeit, die Leidenschaft zu erwecken! Ja! Ja! Gucken, was jetzt kommt. Der Garten kommt. Ein paar. Wie mehr nicht? Nur zwei Stück. Sieh nur, das ist mein Garten! Unglaublich, wie alles gewachsen ist. Nein, Cody, wir sind nur immer noch geschrumpft. Oh ja, aber es sieht trotzdem alles wunderschön aus. Und nur dank meiner sorgfältigen Vorarbeit, ganz nebenbei. Ach, wirklich? Sorgfältige Vorarbeit, hä? Sieh dir das an, also wirklich. Oh, oh. Was ist das? Das ist nicht von mir, was ist das? Ja, nutz dein Köpfchen. Und du verstehst noch früh genug. Köpfchen? Ja! Neue Waffe? Und May? Diesmal wirst du ihn unterstützen und ermutigen in seiner Leidenschaft. Ja! Okay. Cool. Aber pass auf, wohin du damit zielst. Und du pass mit deinem Kopf auf. Was Zeugen jetzt bekommen? Dieses lila Ding blockiert unseren Weg. Sieht schon hässlich aus. Ja, was auch immer es ist, wir müssen es beseitigen. So was wie eine Peitsche. Ja. Fühlt sich so widerlich an. Und was hast du zwei Waffen, ne? Ich hab zwei Waffen, ja. Einmal zuschlagen. Ich hab nur Peitsche. Und dann kann ich dich furchtbar. Wenn du pullerst,
Beispiel der Weiß. Aber sie ist so eine Frau. Ja, die können auch nach vorne pullern. Sarah, kannst du nach vorne pullern? Hast du ein Teil? Ich glaube, die haben es mit Absicht der Frau gegeben. Nee, hier können wir nichts machen, oder? Ah, können wir was. Shit! Das ist besser! Dieser Topf sieht etwas trocken aus. Das war schnell! Noch mehr? Ich bin drin! Help me! Bist du das? Ja! Das ist klasse! What the? Hilf mir rüber! Ich kann dich nicht auf magische Weise in eine Blume verwandeln. Ja. Ich kann da nicht rein. Wie hole ich dich jetzt hier rüber? Was ist das hier? Du bist für mich. Ich muss. Hab da gerade auch so ein Ding kaputt gemacht. Aber wie hole ich dich jetzt hier rüber? Ich kann dich nicht her. Komm mal mit da oben. Danke, Cody! Ein bisschen gehen lassen. Was ist denn mit dem Gewächshaus passiert? Das ist ja völlig überwuchert. Das ist das Ergebnis von ungepflegter Leidenschaft. Sie infiziert sich. Infiziert sich? Ja, man sieht, wie es sich ausgebreitet hat. Und so geht das auch weiter. Es sei denn, ihr haltet es auf. Also, Cody, wirst du deine Leidenschaft pflegen oder sie langsam sterben lassen? Nein. May, jäten wir lila wildwucherndes Unkraut. Aber sowas von... Mamonos! Herz. Oh, kaum zu glauben, wie weit sie sich ausgebreitet hat. So funktionieren Infektionen. Ich weiß. Aber wie konnte sie sich so schnell ausbreiten? Sie muss wirklich mächtig sein. Wir müssen den Garten retten, bevor er stirbt. Yeah, super Kerl. An mir kommt sie nicht vorbei. Help. Ah, ich bin auch mit dir. Ah, geschafft. Die werden sich in Zukunft von meinem Garten fernhalten. Was war das überhaupt? Cody? Oh ja! Kaktus. Im Kaktus-Style! Ja du, aber was waren jetzt die Gegner? Mini-Kaktusse? Kakteen? Keine Ahnung, was das war. Genau wie Pickens, ne? Hecken! Ganz mühelos werden hier. Alles am Verfaulen hier. Bist du denn gar nicht darauf? Nö. Willst du mal? Kann ich. Das ist nicht für mich. Nur für dich. Wow, du bist so hübsch, Cody. Stimmt, oder? Oh, und ich kann dir nach drüben helfen. Ja, ey. Ja, komm, noch eine, ey. Willst du dich abschneiden? Ja.
Kannst du irgendwie rauf? Nein. Du musst irgendwas machen damit. Blätter sprießen lassen. Was macht das denn? Oh, ich glaube, weiter kann ich mich nicht strecken. Oh, tja, weiter geht's nicht. Heute Nacht erstmal Horizon 2 runterladen. Oh, hast du dir gekauft, oder was? Warte mal, geht's hier denn? Ich werde erstmal Hogwarts fertig spielen. Und ich glaube, danach werde ich den Horizon anfangen. Aber erstmal Hogwarts zocken. Wenn Hogwarts durch ist, dann gibt's bei mir Horizon. Los, ja, genau, ich bin noch am herausfinden. Na, dann guck dir mal deine Controls an, was du machen kannst. Die werden unten angezeigt. Ja, jetzt. Nur die ganze Zeit. Nee, bei mir nicht. Ich wollte dort WLAN bekommen. Ja, geht. Sarah. Und? Hab mich schon gefreut. Aber das ist so schwach für Twitch. Nicht mal 160p oder was? Hast du mal auf 160p versucht? Oder nur auf Audio? Falls du nicht gucken kannst, kannst du auch nur auf Audio stellen, ne? Ach, ich muss hier so eine Art Leiter bauen, wa? Ja. Komm erstmal kurz zurück. Nicht. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Bitte. Ich glaube, den Weg haben wir gerade freigemacht. Guck mal nach links. Ja. Zurück. Nee, von der anderen Seite drin. Woher kann ich hier nicht? Wir haben da gerade diese Abkürzung freigeschaltet. Ja, da wollte ich gerade durch. Ja, aber von der falschen Seite wolltest du durch. Aber jetzt muss ich dich ja wieder abholen, ne? Ja, aber durch oder die Abkürzung. Was? Du hast ja nicht unendlich Länge drin. Kannst ja nicht unendlich lang werden. Kannst du wieder zurück und hier rüber grinden. Abbrechen? Geht nicht. Willkommen! Hallöchen! So, was ist denn hier? Ist hier eine rote Blume? Heute die Schussblume? Könnte die Schussblume gewesen sein. Ah, nee, noch wieder. Machst du mich gleich mit? Das Zeug ist wirklich überall. Wie konnte ich es so weit kommen lassen? Alles wird gut! Wir müssen nur alles kleinhacken, oder? Tja, ich hoffe, dass es so einfach ist. Hey.
muss ich hier machen, um dich rüber. Ja, hier ist wieder was zum kaputt machen. Mach ich mal kaputt. Wird geöffnet. Mal zum Rüberbauen. Das soll ich aufmachen, oder? Schön trinken. Hast du das gehört? Nein. Ja. Ich hab nichts gehört. Hast du das gesehen? Nein. Ja, was war das? Oh. Keine Ahnung. Maulwurf? Die sieht sehr wütend aus, May! Allerdings! Zeit, Unkraut zu vernichten, Cody! Was ist denn los? Unilla. Ich hab ihn, May! Halt ihn unten, Cody! Noch mehr Gesellschaft! Mach ihn fertig, May! Er zappelt so viel! Okay, das machen wir normal, wa? Das hat nicht so ganz funktioniert. Man kriegt ihn zu spät, oder? Ich war nicht mal in der Nähe von seinem Zeug. Ja, genau. Schiete doch. Kann ich nicht. Musst du mal runterziehen. Halten, Sven, halten. Ich muss ihn nur runterschlagen und du musst da raufhauen. Du musst ihn halten. Endlich, danke, Sven. Geht doch, siehst du, wie einfach der ist? Minion. Steck. Ach, wieder. Yes. Verdammtes Unkraut! Hinten!
hinten links. Na? Haben wir auf Vordermann gebracht, oder? Ja, richtig gut. Hat zwar ein bisschen gedauert, als wir den festgehalten hat, aber dann doch übernickt. Oder ist auch noch ein... Nee, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Da war die Pflanze. Eine Dose. Ich will was zu trinken, ich hab aber nichts. Und jetzt auf der Veranda? Oh, Marienchen, geh mal weg. Wechsel. Du willst gleich ihr Glas kaputt machen, ne? Erstmal randalieren. So, weg mit dir. Wir müssen hier durch. Du hast dich ja wirklich gar nicht drum gekümmert, ne? Nein, das ganze Gewächshaus ist infiziert. Sieht aus, als würde es sich von da ausbreiten. Ja, allerdings. Erkennst du diese Pflanze? Nein, die ist nicht von mir. Bist du sicher? Erkennst du etwa nicht deine erste Pflanze, die du hier gepflanzt hast? Du meinst Joy? Ist das... Joy? Ist das Joy? Du nennst deine Pflanze Joy wie Freude? Ja, aber nur die hat einen Namen. Weißt du, ich wollte unbedingt sicher gehen, dass mich Joy immer an unsere Lebensfreude erinnert. Oh, Cody. Hat super geklappt. Das ist echt süß. Ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Alles ist infiziert. Es ist noch nicht alles verloren, ja. Cody. Beseitige die Infektion und bring deinen Garten wieder zum Blühen. Ja, genau. Du hast recht. Na komm, May, wir müssen es aufhalten. Worauf warten wir noch? Weg mit dem Dreck. Hallöchen, Kevin. Wieder ja, der ganze Dreck. Panzerpin. Die Schneckenhaus. Mehr lila Zeug. Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Allerdings. Danke für deine Hilfe. Oh, fühlt sich eigentlich echt gut an. Ja, oder? Vielleicht hast du ja doch einen grünen Daumen. Nee. Ich schreddere nur einfach gern alles, was sich mir in den Weg stellt. Okido. Zum Glück sind wir im selben Team. Ja. Ja, wir arbeiten zusammen. Ja, mal schauen. So, warte mal, jetzt können wir eigentlich mal gucken, ob wir vorhin da diese Minigame übersehen haben, ne? Also, ob das ein Minigame war. Ja. Das haben wir nicht entdeckt, siehst du? Das war bestimmt diese Rennen. Also, zwei nicht entdeckt. Oder eins spät entdeckt. Da konnten wir halt nicht mehr zurück. Ja, wir sind ja gleich abgetaucht, ne? Wieder. Ostig. Wann ist eigentlich das Unterhosenflugzeug, das am Ende beim Baum war so lustig wie ich? Ich musste so lachen. Ja, weiß ich gar nicht mehr tatsächlich. Ich musste dir mal das Video irgendwann angucken. Auf jeden Fall fand ich die Sequenz ziemlich cool. Ja, wenn die Fuß. Hier könnte ein Minigame sein. Ja. Ladenball. Cody,
ploppt er auf, wenn wir in der Nähe sind. Ja, es ploppt erst auf. Man sieht schon vom Weiten. Ja, scheinbar nicht. Ich glaube, das kommt mir. Also gerade eben, das ist erst aufgetaucht, ne? Ja, kann ich hier sehen, ja. Gib den Kriechtieren ein paar saftige Leckerbissen. Springen, werfen. Okay. Weißt du noch? Ich bin Scharfschützin. Ja, aber die Ziele da bewegen sich. Das macht es nur noch spaßiger. Haut rein! Abserviert! Ich pack das! Bitte! Das ist ein Fressrausch! Langweilig! Haha! Ran an den Speck! So knapp! Cool! Oh, verdammt! Nimm das! Jetzt wieder zurück! Verdammt! Ja, also! Yeah! Ah! Immer schneller! Kinderspiel! Nein! Bingo! Fast! Weiter! Oh, komm! Locker! Langweilig! Ich gewinne! Und sie sind satt! Na, schön knapp. Für alle! Oh ja, jetzt sind sie auf jeden Fall satt! Nochmal! Dann muss ich mich nicht aufwärmen! Oh ja! Ganz genau! Mist! Verdammt! Oh komm! Die Basketball spielen wir. Alles klar. Oh, verdammt! Klasse! Echt jetzt! Fast! Da ist nichts dabei! So knapp! Komm schon! Ah! Ja! Mist! Was? Immer zu früh! Yes. Null Problemo. Yes. Cody, das kannst du doch besser. Push off. Was ist das denn? Oh! Heidi! Der hat ein Schild. Oh nein! Den Schild die arme Spinne! Hey, Bau! Verschwinde! Ich habe eine krasse Sprosse auf meinem Kopf. Langsam wird das Ding müde, May. Mach weiter so! Genau. Wie gefällt euch mein Schutzfrau-Hacker? Es ist noch nicht vorbei! Für die Macht des Sprossenmanns! Was? Fällt die weg, Mann. Das sieht nach mehr Ärger aus. Da sind noch mehr. Ja, ja, bin dabei. Hätte aber auch halt getroffen nebenbei. Weg mit euch. Pass auf, May, da kommen noch mehr. Boah. Okay, das ist weg, sehr gut. Help! Ja. Help! Auf dem Weg! Jesus! Weiter geht's nicht. Sieht so aus. Vorbei. Game over. Hey, ich hab ne Idee. Gut, vorbei. Oh,
ist die süß. Spinne. Wie hässlich. Komm her, du kannst kommen. Die Bösen sind weg. Cody, was wird das? Vertrau mir. Na komm. Vogelspinne, ne? Hey, na, du kleine Spinne. Könntest schon du uns Pickel, mitnehmen? Wir müssen darüber. Wie flauschig die aussieht. Darüber? Guck mal die Zähne an. Okay, gut, danke. Sehr gut. War ganz schön schnell. Ich wusste gar nicht, dass du ein Spinnenflüsterer bist. Ich kenne halt meinen Garten. Die ist für dich, May. Danke, Cody. Was ist mit dir? Ach, wir finden noch eine zweite. Ja, ich bleib hier. Du machst jetzt schon. Hier, was kann die? Diese Spinne ist echt weich und bequem. Oh, wie schön für dich. Kannst du mir helfen, auf die andere Seite zu kommen? Okay, ich sehe mich um. Ich brauche hier etwas Hilfe, May. Nö. Nichts mit Hilfe hier. So, ja, die Schiene nicht hin. Noch nicht. Nee. Lass mal warten. Jetzt kannst du. Kriegst nämlich Auftrieb. Hui. Oh, ich vermisse es, in den Wäldern wandern zu gehen. Noch eine Spinne. Holen wir sie da raus. Oh ja. Sie ist gefangen. Was? Wo denn? Da. Hast du voll gemacht? Nö. Hast du ja losgelassen. Oh, guck mal, wie süß die aussieht. Na mach schon, Spinne, du kannst gehen. Oh, die kennen sich wohl. Ja. Ich wüsste. Oh, na, jetzt danke. Reite ich mit ihr, wa? Du hattest recht, May. Die sind wirklich flauschig. Schön, dass wir eine für dich gefunden haben. Ich hätte nie gedacht, mal auf einer Spinne durch unseren Garten zu reiten. Weißt du noch, wir wollten doch immer eine Dschungelreise machen. Ja. Ich What vermute, näher kommen wir da nicht dran. Oh, viel besser. Wir haben Spinnen. Die haben wir. Auf geht's. Ah. Meinst du, du kannst uns hier rausbringen, Spinnchen? Nee, das ist verwirrend. Oh. Wohin gehen wir? Immer der Nase nach. Wow, ich halte besser meine Brille fest. Ja, halt sie lieber fest. Oh, oh. Ich glaube, mir wird schon wieder schlecht. So, was ist das hier? Eine Wurzel? Ich hatte noch nie eine Spinne als Haustier, aber du bist so knuffig. Hey, Spinnchen. Geht's dir gut da unten? Cody, halt dich hier besser gut fest. Ein bisschen Orientierung hier, ey. Du hast echt coole Tricks drauf, Spinnchen. So eine starke Spinne. Oh, ich bin sehr stolz auf dich. Was ist denn eigentlich für eine komische Peitsche? Eine Art Pflanze. Ein Gartenzwerg. Ich wünschte, Rosie könnte uns sehen. Wasser ist schlecht. Arme Gartenzwerg. Wurde einfach eingesponnen. Voll frech, ey.
Das muss man das später durchbrechen, oder? Oder kannst du das vielleicht kaputt machen mit deiner Peitsche? Was denn? Na, da kommt die Britta da. Was kommt denn da? Was? Ich guck gleich mal. Die müssen warten. Halt dich fest! Bleib auf der Spinne! Nee, glaub ich nicht, oder? Nee, jetzt nicht mehr, nee. Heide, Witzka! Schnell! Mach voll das Ding! Schwengel! Oh nein! 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 Oh Gott! Ich bin noch getrennt! Was hab ich denn hier für eine Aufgabe? Shit. Dieses lila Zeug ist im Weg! May, kannst du es wegwaschen? Ach so, okay. Aber erst mal rüberrennen. Ich hab da eine Spritzpistole. Wenn, warum sagst du nicht? Hm, siehst du? Muss aber auch funktionieren, wa? Funktioniert. Schon zu weit. Ich komme hier noch nicht weiter. Danke doch mal, dass du uns mitgenommen hast. Gerade so. Okay. Mal voll danken. Das ist Mutti? Eine braune Witwe! Dann tu doch etwas! Und was bitteschön? Halt! Spring ab, May! Schnell! Jetzt verstehe ich's. Sie ist ihre Mutter. Oh, was für eine niedliche Familie. Ach, kommt drauf an, wie man niedlich definiert. Bei dieser Spezies wird der Mann von der Frau umgebracht. Ah, wahrscheinlich ist die Familie deswegen so glücklich. Der war gut. Danke schön. Oh, danke, Spinne. War die Belohnung. Gehen wir. Ein Weg weiter, ja. Das war die Belohnung. Hast du Durst? Okay. Den Durst. Nee, jetzt passt du auf. Nee, geht nicht. Oh, da ist er, was? Ist er die? Bin so noch ein bisschen knuffig, ja. Danach ist das Spiel vorbei? Denke ich wohl, ne? Nee, der Endboss ist das Buch. Bin ich immer noch der Meinung. Mal gucken, ob es wirklich so stimmt. Ja, schauen wir mal. Was sind das für fliegende Gegner? Dinger? Gegner. Was auch immer sie sind, wir müssen sie beseitigen. Okay. Hier kommt der Russenmann. Ich hab noch mehr davon. Boah. Mal auch als Ben. Soll ich den Fisch am Weg machen? Wo den machen wir? Ja, bei dir gehen so One-Hit, wa? Ich muss erstmal dreimal draufschlagen, ey.
Aua. Ich muss nicht die weg machen. Und bei dir gehen sie sofort weg, ne? Ja. Ja. Gib mal den vollen. Ja, ein bisschen abwechseln. Weil gleichzeitig gehen, aber. Ja, das funktioniert nicht. Oh, dann machen wir den. Der ist fast tot, so wie der andere. Einer ist weg. Sehr schön. Easy. Oh nee, nicht die schon wieder. Oh nein! Bombard. Wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Oh ja, die Pflanze ist unser Ausweg. Du musst sie aufhalten, Cody. Alles klar. Achtung, ihr verrückten Viecher. Der Kaktusmann ist da. Okay, mit dem Kaktus. Wie läuft es mit der Blume, May? Da kommt immer mehr. Die ist echt lustig, aber ich arbeite dran. Help. Halt sie von dir fern, Cody. Ich will nicht in den Rücken gestochen werden. Bleib. Hälfte. 75, 80, 90, 100. Weiter machen wir, ja. Ein bisschen weg sind. Was sind weg? Noch andere Öffnungen? Das ist keine Säure oder so weiter. Links, rechts, danke, dass du mir den Rücken frei hältst, Cody. Ein ganz normaler Tag für den Kaktusmann. Den Kaktusmann. Boom. Nächste weg. Oh, das fand die jetzt nicht so geil, glaube ich. War die letzten Zuckungen wach? Meinst du? Das war doch ganz witzig. So viele schöne Cutscenes hat das Spiel, ey. Es riecht modrig. Ja, ziemlich feucht hier unten. Im Keller. Maulwurf. Hast du das gesehen, Cody? Ich hab was gesehen. Aber hat bei Jodo vibriert? Mein Controller, ja. Nein, ja. Es sah riesig aus. Tja. Es hat uns nicht angegriffen, also ist es wohl noch freundlich. Nicht. Ich hoffe, du hast recht. Der nächste Boss wahrscheinlich. Oder Mini-Boss. Ja. Fehlende Pilz? Du Würmchen! Also klar. Geht nicht. Oh oh. Du hast ihn sauer gemacht. So langsam gefällt mir das immer weniger. Müssen wir wirklich hier rein? Einen anderen Weg hier raus. Und dazu. Da freut mich auch gerade. Was wie Nüsse, wa? Ich auch jetzt so was. Entweder wie Nüsse oder so alte Blätter. Die sind ja auch so crunchy. Sieht ja aus wie Zwiebelschalen. Das ist so was hier. Die Haut von einem Tausendfüßler. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir auch gleich hier. Okay. Oh, bitte
iss mich nicht, Herr Tausendfüßler. Bitte iss mich nicht. Ich glaube, er ist tot, Cody. Glaube ich auch. Verdammt! Die sind so laut. Oh nein, die Maulwürfe. Maulwürfe? Ja, ich hab dir doch erzählt, dass sie meinen Garten ruinieren. Ich dachte, ich wäre sie losgeworden. Tja, falsch gedacht. Ach, was? Okay, sie schlafen. Weck sie einfach nicht auf. Wir müssen aber an ihnen vorbei. Wenn wir sie aufwecken, sind wir erledigt. Entspann dich, okay? Beweg dich. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also, wird erst hier unten schön crunchy. Na toll. Was macht springen? Auch recht laut. Wir müssen. Okay, das klappt. Man darf ruhig. Sind die echt niedlich. Hast du diese Zähne und Krallen gesehen? Sicher nicht. Na, sind voll niedlich. Sie hat Augen. Die sind blind, ne, eigentlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sind ja alle pennen, ey. Was willst du tun? Mach noch mehr Tunnel. Wenn das uns getroffen hätte. Fühlt sich an, als würden wir in ihre Privatsphäre eindringen. Verstanden. Lass uns so schnell wie möglich verschwinden. Entspann dich, Cody. Fuck. Ja, immerhin mal ausprobiert. Immerhin mal ausprobiert. Ja, schön. Alter, war der knapp. Kurz davor, wa? Kurz davor, ja. Das ist in Not. Ja, das sind Ameisen. Guck mal, wie groß bin ich. Sollten wir mal zocken müssen? Wenn grounded oder so. Da ist man auch so geschrumpft. Hab ich schon gesehen, ja. Geschafft! Mein Herz schlägt ja, bis zum Halt. Für uns. Oh. Hey, Cody. Sehr auch so ein Survivor. Musst du auch bauen und so. Ich glaub, ja. Die gehören hier nicht her. Ja. Dann sollten wir weiter. Mich da jetzt noch nicht so mit befasst oder genau. Aber ja, so was wie Survival mit Bauen vielleicht. Aber wie viel und wie lange und was du überhaupt bauen musst. Wow, sieh dich an! So weich und unauffällig. Haha, sehr witzig. Oh, ist nicht so, shit. Als wäre das bequem. Und bleib mit der Sichel weg. Mhm. Ja. Da muss ich drinnen bleiben? Ja, ich glaube ja. Man muss ja nicht so viel lernen.
Riesen! Ich bin echt vorsichtig. Du bist diejenige, die kein guter getarnter Busch ist. Du musst... Kann ich hier rüber eigentlich? Du kannst durch ihn durch, ja. Oder? Nee, schön weiter schlafen, schön weiter schlafen. Naja, kannst dich ruhig strecken. Vielleicht haben sie einen tiefen Schlaf. Da würde ich nicht drauf wetten. Wenn er sich gerade gedreht hat. Ih, der hat sich gerade angenießt. Lauf weiter und hör auf zu jammern. Grace. Ganz genau zielen, May. Schnee. Schnee. Ach, sag mal, wie viele Maulwürfe gibt's denn hier noch? Also, da müssen wir uns ja echt mal drum kümmern, ne? Dass da mal ein bisschen weniger werden. Da. Links? Ach, diese Mistviecher. Die ruinieren mir mit ihren Tunneln meinen Garten. Heb dir das für später auf, Cody. Jetzt? Nee, warte mal, ich muss zurück, wa? Nee, du musst rüber. Du musst schon rüber. Die andere Seite, ja. Oder? Nee, da musst du, da bist du jetzt zu weit. Ich muss jetzt hier da war. Oben rüber hangeln, über die rüber. Hm? Geht. Klappt. Irgendwie. Wenn sie aufwachen, bist du erledigt. Wenn du mich im Stich lässt, zieh ich dich mit runter. Bewegt sich hier noch jemand? Wir müssen hier durch. Ja. Sehr ekelhaft. der hat dich aber richtig befeuchtet, ey. Hat man richtig Popels hier sehen. Dran vorbei. Ich hab mich platt gemacht. Alles nochmal von vorne, ne? Nee, der hat für mich zwischendurch gespeichert. Wenn er hochgeht, müssen wir rennen. Ich krieg das hin. So, man kann einfach nach vorne drücken, oder? Na ja, fast. Das ist nur ganz gut. Wie, du kannst einfach so rausgehen? Ja, jo. Kann ich eigentlich wieder rein? Nee. Nee, vermute mal nicht, ne. Die. Shit. Wolltest du gerade langziehen, aber. Ja. Berge. Okay, dann geh ich hier lang. Oh, es geht runter. Das ist ein alter Brunnen. Oh, oh. Jetzt heißt es wieder rennen. Spring! Würmer! Kommt näher, Sven, schnell!
Da kommt ein zweiter. Na toll. Runterdrücken, los. Ich wünschte, ich hätte längere Beine. Scheiße. Na, scheiße. Warum ist hier so ein Irrgarten? Was soll das? Ja, Schutzruhe-Ding brauchen wir nicht mehr. Oh Mann! Ich dachte, der erwischt uns. Geht's dir gut, May? Ja. Verschwinden wir, solange wir noch können. Gute Idee. Glaube ich zu leicht. Nicht zusammen? Beide gleichzeitig? 3, 2, 1, go! Oh oh. Der wartet schon auf uns, wenn wir den gerade gekickt haben. Alter, was müssen wir jetzt machen? Langsam leicht! Drück ihn runter! Was ist denn mit dir? Okay. Da ist ein Loch drin, müssen wir aufpassen. Okay. Spring! Warum springt er nicht? Gold! Hey, hier ist voll viel Gold! Mitnehmen! Keine Zeit! Er kommt näher! Okay, was ist? Oh, wir müssen in die Mitte, oder was? Zurück, Mann! Wie du gerade noch gestorben bist. Was wollen die von uns? Die können uns doch sowieso nicht essen. Du bist aus Ton und ich bin das aus Holz. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass die uns essen wollen. Mach mich mal Bett fertig. Alles klar, Sarah. Jo, Chef, wohin geht's, hä? Bist du blind, liest das Schild? Oh, klasse. Taxi. Wir wollen zum Gewächshaus. Nee, dahin gehen wir nicht mehr. Ist eine richtig üble Gegend. Och, es gibt keine Kultur da. Was auch immer das lila Zeug ist, es hat alles kaputt gemacht. Wir bringen euch höchstens bis zum Springbrunnen und kein Stück weiter. Wie bezahlen wir euch denn? Festpreis mit Vorkasse. 3 Larven pro Nase. Dann haben wir einen Deal. okay, hier, für euch. Oh, Junge, das ist ja eklig. Hey, mach mal halblang, Freundchen. Ich hab wahnsinnige Rückenschmerzen. Du übernimmst den Fett. Hey, das hab ich gehört. Du musst mal Yoga machen, so wie ich, herabschauender Frosch. Komm, du kleine Tonfigur. Ich will nichts hören. Kein Wörtchen. Na los, Holzpüppchen, komm her. Oh. Hüpf schon rauf. Danke. Ja, du bist so fett. Oh, entschuldige. Namaste. Taxi, springen, halten. Wow! Der Frosch hat Dampf! Wow! Okay. Juhu! Gibt's Dünger? Garden Soy. Ah ne, Blumen. Oder Garten. Wir wissen ja, wo wir hin müssen, aber gibt's hier noch was anderes? Hui. Dieses Licht ist eine so hässliche Farbe. Wir haben keinen Geschmack. Ihr Banaus. Nein, 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 nein. Ich hab das nicht gepflanzt. Ich bin hier, um es zu beseitigen. Mach es weg. Entfernt den ganzen lila Mist.
Na gut, na gut. Sind das rote Seht Frische? Euch dieses lila Dreckszeug an. Es ist überall. Wie wirklich ein Skelett? Stört die Atmosphäre. Ja, es ist schrecklich. Aber wir wollen die Ursache finden und sie beseitigen. Oh, Knochen, ja. Also dein Frosch ist gerade gestorben. Ja, der sieht jetzt so aus wie wieder. Wahrscheinlich. Hab mir ein neues geholt. Neues Frosch. Ey. Ja. Wie machen wir das Butter? Das sieht aus, Alter. Geh mal die Wampe an. Sieht so ein bisschen aus wie du, ne? Mit der Wampe. Ich, ja. Könnte ich aber auch sein. Ich hab auch so eine Wampe, ey. Ach, du Scheiß. Bei den Long Jump, Alter. Die Skills gesehen? Ja, das ist geil. Zack. Oh, es sinkt! Wir beeilen uns besser! Bei dir alles okay? Ne? Frosch? Ich habe einen starken Rücken, weißt du? Weil ich täglich dieses Yoga okay. mache. Vielleicht probiere ich es mal mit dem herabschauenden Frosch. Müssen wir hier rüber? Wie geht's dir da hinten? Gut, danke dir. Das ist gemütlicher, als ich dachte. Ja, die beste Mithüpfgelegenheit in diesem Garten. Wow. Bin auf jeden Fall schon ganz gut weit gehüpft hier. Aber das Schöne ist auch, irgendwann hat die Folge auch mein Ende. So wie jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.